So, das sind die Melonen. Da haben wir noch Platz. Okay, super. Melonen, Blaubeeren. Kann man die so richtig... Ah, okay. Oh, Entschuldigung, halt. Ah, hier scrollt er nicht mehr mit. Ich dachte, ich habe genauso viel wie Melonen. Na egal. So, und dann hier unten mal ein bisschen Pepper. So. Ist wunderhübsch. Das ist richtig wunderhübsch. Sekunde. So. Dip, dip, dip. Okay, wie viel Wasser haben wir noch? Das reicht hierfür auf jeden Fall. Dann, das heißt, wir müssen jetzt jeden Tag, 14 Tage lang, müssen wir bewässern. Ah, okay. Ah, das ist ein Ding größer. Okay, ein Ding kleiner, meine ich. Hier ist ein Ding kleiner. Das erklärt's. Habe ich nicht so Pi mal Auge. Das ist ja alles nur so Pi mal Auge, ne? Pi mal Auge. So, und dann mache ich das mal hier weiter. Nö, 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 nö. Da schaffen wir es gerade mal heute, das hier zu machen. Ich frage mich, ob es sich nicht gelohnt hätte, vielleicht doch nur auf Blaubeeren zu gehen. Weil die, ja, weil die halt eine nachwachsende Ressource sind. Melonen muss man halt immer wieder neu kaufen dann. So. Einmal hochziehen. So. Boah, diese, sind das Bienen oder Fliegen? Ich weiß gar nicht, was das ist. Als würde es hier irgendwo stinken, als hätte der Hund hier alles vollgekackt. Na, großartig. Okay, ich würde mal sagen, wir essen das mal gerade. Yo! Rein damit! Lecker, lecker, lecker! So. 6. Da wir alles ja noch umgraben mussten, haben wir natürlich nicht mehr genug Ausdauer. So, das hätten wir. Und dann räume ich gerade nochmal die alten Gammelfelder da oben weg. Die Gammelfelder hier. So, Sekunde. Ah, die sind immer noch am Klopsen da oben. Hundi geht's gut. Das ist auch ganz gut. Wow, die kommt ja richtig schnell voran. Richtig schnell voran. Okay. So, alles gegossen, alles super. Es ist 16 Uhr, ich bin völlig im Arsch. Da haben wir noch ein Steinchen, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich pack das mal hier in die Kiste. Nächsten Tag können wir eigentlich nochmal zum Geologen gehen. Und dann können wir hier das dann nochmal irgendwie, ne? Grübel, Grübel, Grübel. 355 Holz. Oh! Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Na, dann haben wir noch ein bisschen mehr Melonen. Hätte ich ja wirklich nur Blaubeeren kaufen sollen wahrscheinlich. Dann hätte man immer noch ein paar Melonen gehabt. So. Gut, dann haben wir die auch. Okay, es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Hinfort. So, hier oben ist jetzt schön leer. Vielleicht können wir hier später noch die Hähnchen hinbauen, ne? Die Hühnchen. Nicht die Hähnchen. Entschuldigung, die Hühnchen. Die süßen kleinen Hühnchen können wir da hinbauen. Erdbeben hier, nichts passiert. Hier ist alles stehen geblieben natürlich. Na gut. Ich weiß auch nicht, das hier können wir bestimmt auch nochmal irgendwann bauen. Da bin ich mal gespannt. Und jetzt ist natürlich die Frage... ...631 Gold. Was können wir damit noch anfangen? Ich pack das mal eben. Ist das hier in die Naturkiste? Ja, das ist die Naturkiste. Da haben wir auch noch ein bisschen Zeugs drin. Zack. Ding, ding, ding. Schön, dass die noch halten, ne? Hier in der Kiste. Finde ich ganz gut. Pinecone, lalala. Hier, lalala, lalala. Clay gehört da nicht rein. Die Mixed Seeds.
Kann man die immer pflanzen eigentlich? Das müsste eigentlich gehen, oder? Nur mal so aus Neugier, wenn wir sowieso schon mal dabei sind. So, und jetzt zieh mal kurz wieder Wasser drauf. So. Okay. Ding, 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 ding. Das kommt. Hä, wie sind die Bohnen da? Achso, das ist die Hauptkiste, ne? Die Dinger müssten ja eigentlich. Was mache ich denn hier? Das müsste theoretisch hier rein. Wir müssen echt dann noch zum Geologen. Die können wir eigentlich quarzen, so können wir verkaufen. Topar, weiß ich noch nicht genau. Mm, 18 Uhr, weißt du was? Ich gehe erstmal pennen. Ich gehe erstmal pennen, hat sowieso keinen Sinn mehr. Wir sind mega erschöpft. Abends noch, ist 18 Uhr, da können wir nochmal. Was? Ich wollte Fernsehen gucken. So, Living of the Land, was haben wir denn da? Willkommen bei Leben auf dem Lande. Wir sind zurück mit einem neuen Tipp. Also hör mal zu. Der Sommer ist hier und es gibt eine neue Menge Samen, die man einpflanzen kann. Zum Beispiel Hopfen. Das dauert vielleicht ein bisschen, bis es wächst, aber sobald er reif ist, kann er jeden Tag geerntet werden. Oh, Hopfen kann man jeden Tag ernten. Das ist natürlich gut. Schöner wäre es natürlich. Schöner wäre es natürlich nur, wenn wir daraus auch später Bier machen könnten. Das wäre natürlich. Oh. Ich bin so stark, ich hebe mal aus Versehen den Fernseher hoch, wenn ich anschalten will. Der Wetterreport. Morgen. Na, sonnig. Okay. Und Fortune Teller. Ein neuer Zuschauer. Lalala. Die Spirits lassen. Today not be. Heute haben wir nicht so viel Glück. Okay. Können wir das nicht eigentlich. Die Topar weiß ich nicht, aber. Ich will schon mal probieren. Geht das denn? Das geht! Oh Gott, was bringt denn das? Was macht denn das jetzt? Also den Topar können wir, glaube ich, nicht, ne? Oder Topas. Ich sag mal den Topas. Den Topas können wir, glaube ich, nicht machen. Da müssen wir mal gucken. Und wir brauchen unbedingt eigentlich wieder Geld, um den Chicken Coop zu bauen. Das dauert, glaube ich, auch noch ein bisschen. Da müssen wir mal schauen. Plock, 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 plock. Hallo, Ofen, hallo. Das dauert jetzt ein bisschen. Jetzt schon 19, ist schon fast 20 Uhr. Keine Ahnung, was das macht. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt rauskommt. Aus Quarz. So, okay. Pock. Pock. Geh nach Hause, ist Feierabend. Ist 20 Uhr, geh nach Hause. Dein Mann vermisst dich. Die macht alles kaputt. Wie lange dauert denn das hier, um Gottes Willen? Wie lange dauert denn das hier? Oh, raffiniertes Quarz, interessant. Raffiniertes Quarz, das ist ja schön. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das dauert ganz schön lange, ne? Geh nach Hause, ich will schlafen, hör auf zu hämmern! Geh bitte nach Hause! Nein, bitte hör auf, ich will schlafen! Ich will schlafen! Na gut, wir hängen ja sowieso am. Alter, wir hängen ja sowieso am Kamin rum. So. Achso, der hat nachgeheizt. Na gut, wir warten mal eben ab. Ich weiß gar nicht, eins Kohle, kostet das nur eins Kohle? Jetzt ist 21.20 Uhr. Ich glaube, wir sollten dann um 12 Uhr rum, sollten wir aber spätestens schlafen gehen, weil ich weiß nämlich nicht genau, auf wie viel Uhr wir nicht mehr genug Energie kriegen. Oh, ein Glühwürmchen! Glühwürmchen, wie süß! Ist das letzte Glühwürmchen? Ich hoffe nicht. Wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Ofen. Das geht nicht. Das geht so nicht weiter. Alter, 22 Uhr, wie hängt der noch rum? Hey, Glühwürmchen! Oh. Natürlich. So, weißt du was? Ich hau das mal eben da drin gleich wieder. Na gut, wir warten nochmal bis 12 Uhr, machen wir das nochmal. Die geht auch nie nach Hause. Die geht nie zu Hause. Die geht nie nach Hause. Vor allem, Alter, wie die da klopft, ne? Alle 30 Minuten mal. Was war das für ein Geräusch gerade?
Im Frühling hat es nachts immer so rumgejault, ne? So, Ich frage mich, ob hier, auch was jault im Sommer. Okay, der Ofen braucht noch ein bisschen. 23 Uhr. Da haben wir noch ein bisschen. Da kann ich ja schnell mal heimlich was trinken. Das kriegt da keiner mit hier. So, merkt da keiner. Die Grillen zirpen. Ich weiß, die Grillen... So. Komm raus da. Weißt du was? Den Rest packe ich mal... Ah, da haben wir's. Den Rest packe ich mal gerade hier rein, weil ganz ehrlich, ich gehe mal lieber jetzt schlafen. Sonst wird's einfach zu spät. Sonst wird's einfach zu spät und ich gehe mal hier. Und wir müssen am nächsten Tag sowieso dann wieder alles gießen, was wir haben. Und das wird ewig dauern. Ei, wie sieht's denn hier aus? Eine wunderschöne Farm. Von einem wunderschönen Farmermann natürlich. Wir brauchen Sprinkler. Hey, wir brauchen Sprinkler. So. Ja, die Ernte, die kommt bald. Bis dahin esse ich im Wiener Wald. La 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 la. So, da ist der Hund schon wieder. Der traut sich jetzt sogar was. Der läuft schon über die Farm. Ja, ist ja gut. Papa muss arbeiten. Das macht sich nicht von alleine. Faule Töle. Natürlich der Letzte. Beim letzten hakelt's wieder. Hund ist gut. Der bellt auch nie so verspielt, ne? Der bellt immer so... Oder? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich bellt er, als hätte er was gefunden. Aber was will er hier finden? Außer Ruhe und Zufriedenheit und keine Frauen weit und breit. Ich bin ein Farmer und zwar ein Armer und ich wohne auf dem Land. Liebe Damen, bitte kommt doch, denn ich bin sonst sehr charmant. Das nächste Frühlingsfest. Jetzt fange ich an zu leiern. So, und natürlich wieder leer. Energie war auch schon mal besser. Hallo? Energie war auch schon mal besser. Ich weiß nicht genau, ob wir damit jetzt mit Stufe 40 kommen im Dingens. Ach, der Hund, der ist schon süß, aber laut. So. Okay. Gleich kommt ja Vera Intven vorbeigeschissen und will mir irgendwelche komischen Frauen andrehen. Oh, guck mal hier, zum Glück kein Clipping-Fehler. Yeah, den haben wir hier super hingebaut. Das klappt ja schon mal toll. Und wenn ich jetzt hier mit der Sense... Ah, dann kriegen wir jetzt Heu. Hier auch? Nö. Juhu. Heu, Heu. Heu, Heu. Den Rest lasse ich mal stehen, damit er vielleicht noch ein bisschen weiter wächst. Ich weiß nicht, wie das Gras sich hier ausbreitet. Das kann ich nicht sagen. Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Wie passt denn eigentlich so rein in so ein Silo? In so ein Sido? Biu, biu, biu. Voll die esoterische Erfahrungsmusik hier. So. Nur ein bisschen Heu kriegen wir schon. So. Rest lasse ich mal stehen. Keine Ahnung, wie viel da jetzt reinpasst. Kann man das eigentlich sehen, wenn ich da jetzt hingehe? Kann man das sehen? Hallo. Kann ich da nicht sehen, wie viel da jetzt drin ist? Ja, Hund. Ich hab's nicht vergessen. Nein, ich hab's nicht vergessen. Guck mal hier. Futternapf. Und jetzt komm mal her. Streichleinheit. Die tägliche Streichleinheit muss sein. Nein. Nein, das geht nicht. Ja, Hund. So, was machen wir denn heute eigentlich? Ach, okay. Ich probiere das mal gerade. So, ich klicke. 71 von 240. Okay. Also ein bisschen was ist drin. Wenn wir jetzt noch einen Chicken Coop machen könnten, das wäre natürlich traumhaft. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht.
Ich glaube, wir können uns das nicht mehr leisten vom Gold her. Und deswegen müssen wir schauen. Nee. Wenn ich jetzt woanders Heu abrutzeln gehe, gibt es hier überhaupt irgendwo anders noch Heu? Oh, was ist das denn? Spiceberry! Schweißberry! Hier ist gerade echt voll warm. Ja, genau, gieß das Ding mal. Warte mal. Oh, Seaweed für Dr. Harvey. Oh oh. 14 Uhr. Oh oh, oh oh, oh oh. Seaweed, scheiße. Habe ich ganz vergessen, ehrlich gesagt. Hätte ich gleich mitgenommen. Ich sollte immer erstmal in die Aufgaben gucken. Immer erstmal in die Aufgaben gucken und dann. Hiuisusu. Wo haben wir das? Haben wir überhaupt noch Seaweed? Das ist ja die Frage. Seaweed. Haha, ich wusste es. Wo ist denn der? Dr. Harvey, Dr. Harvey. Dr. Harvey. Dr. Harvey, wo wohnt denn der Dr. Harvey? Wo ist denn der? Marnie's Ranch ist ja genau unter unserer. Blacksmith? Da wollte ich. Ach, guck mal, da wollte ich auch noch hin. Ob wir das heute noch schaffen, weiß ich nicht. Trailer? Pierre? Caroline? Abigail? Ach hier, Harveys Klinik, da ganz klein. Ganz klein. Okay, warte. Ah, ich muss mich mal wieder umsetzen hier. Und es ist 13 Uhr, ich weiß nicht genau, was schaffen. Hallo. Vielleicht können wir die Geoden noch knacken. So. Lalala. Okay, wir laufen mal ganz schnell. Guck mal, da wächst noch irgendwas. Irgendwas Karottiges, glaube ich. Da können wir. Ob wir da hinkommen, weiß ich gar nicht. Aber erstmal. Ach, hier. Das war das. Dr. Harvey! Bitte! Nein! Oh. Jo! Sind das die Algen? Ja, und hier ist sein Payment. Juhu, wir kriegen ein bisschen Geld. 60 Gold. Naja, besser als nichts. Ach ja. Mein Mann, was der George ist, ist nie sehr freundlich zu Fremden. Ja, ja. Aber wenn er mal nicht zu Hause ist, dann komm gerne vorbei und mach, dann kannst du mir mal richtig die Falten aus dem Hintern bügeln. Du stehst ja noch voll im Saft. Okay, ich gehe. Hallo. Muscle Remedy, when you've pushed your body too hard, drink this to remove exhaust. So, Energy Tonic. Ich will mir hier nichts, will ich mir nicht reinzwiebeln. Diese Drogen, die ja verkaufen, das mache ich nicht. So, guck mal, sogar hier im alten Suff-Kabuff ist alles festlich. Festlich, aber hässlich. Okay. Das bin ich zu Weihnachten. Oh, was ist das denn? Eiscreme! 250 Gold für ein beschissenes Eis? 250 Gold für ein beschissenes Eis mit drei Kugeln? Das sind ja Schulhofpreise. Alter, das ist ja widerlich. Oh, Herr DK. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Erstmal natürlich Geoden. Diese hier. Blö. Fire Quartz. Baryte und Schlammblüter. Oh, das kennen wir auch noch nicht. Malachit. Oh, sehr schön. Stein. Was ist das? Mudstone. Großartig. Ah ja. Oh, den haben wir auch noch nicht. Sehr gut. Petrified Slime. And I was petrified. Kohle. Kommt uns sehr zu Pass.
Was ist das denn? Das haben wir auch noch nicht. Alamid. Oh, Alamid, die Polizei. Ich gehe mal ganz kurz in den Ausstellungsraum. Da ist die Penny. Ich habe sie geliebt. Ich habe sie geliebt. Ah, hier sind jetzt zwei Bücher. Okay. So. Donate to museum, but I don't know what. Donate to museum, der Typ ist ganz schön platt. Ich hau das mal da drauf. Günther, kann dir mehr darüber erzählen? Ja, interessiert mich ein Scheiß, Günther. New Reward, yeah! Oh, das kann man auch donaten. So ein bisschen so ein Schlammhaufen. New Reward, yeah! Und auch diesen Anker. So. Okay, Günther! Standing Geode Furniture. Nice. Und Starfruit Seeds. Im Sommer. Yeah, wir kriegen noch mehr Samen. Oh Gott. Na gut. Noch mehr Samen. Günthers Samen sind bei uns sicher. Günthers Samen. Da fehlt ein Buch. Was? Wir haben noch ein Buch geholt. Aber wo ist denn das jetzt, das Buch? Da fehlt ein Buch. Is War with the Gotore Empire necessary? A unique perspective von Kranzhauer. Okay, das ist ja mega spannend. Ciao. Okay. Ach, gucke mal. Du bist so schmutzig. Nicht so wie ich, so eine geile, geile Pussymuschel. Ja, ich bin nämlich eine moderne Bitch, weißt du? Aber du bist so schmutzig. Nee, bitte geh mal, ey. Verstehst du? Geliebt habe ich dich! Okay, ich gehe nochmal ganz kurz nach oben. Geoden klatschen lassen. So. Prozesse Geoden. 8 Stück haben wir noch. Alter Schwede. Oh, 10 Eisen. Nice. Und das hier ist auch neu. Celestine. Oh, Celestine. Bisschen Quarz. Da sage ich nicht nein. Das ist auch neu. Alter. Jagoite. Na klar. Dreimal, ja, das ist auch okay. Was ist das für ein Hut? Limestone, hatten wir auch schon mal. Not enough room, Alter. Ich habe so viel Room im Inventar. Kannst deine Mutter noch reinstecken. Dieses Hin- und Herlaufen, jetzt wieder donaten. Donate. Donate. Don't hate, donate. Ich donate. Und ich hate selten. So, wir kriegen nicht mal einen beschissenen Reward. Wir kriegen keine Belohnung. Wir können immer noch spenden, spenden, spenden. Und der Typ sitzt in seinem Tresen, macht einen Scheiß. Du blöde Muschi. So, Entschuldigung. Also Kätzchen. Im Sinne von Kätzchen. Ich will dich beleidigen. Aber das ist einmal so eine komische. Ist so Etepetete. Und so eine. Ne, eine von diesen. Verstehst du schon? So, was haben wir denn da? Ah, Kalzit haben wir schon gespendet. Und 3 Kohle kann nicht schaden. So. Haben wir wieder ein bisschen Kohle. Und beim Herrn DK können wir noch irgendwas. 241, können wir noch was upgraden lassen. Nein. Hätte mich eigentlich interessiert, das hier zu machen. Und vielleicht die Pickaxe vielleicht und auch die Axt und generell sollten wir alles upgraden lassen. Aber leider 2000 Gold. Da sollten wir es vielleicht selber machen, wenn wir es irgendwie hinkriegen. Do 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 do. Yeah yeah. Do 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 do. So, dann geh ich mal wieder so. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen wieder nach Hause. Ach, guck mal, hier ist ja die Farm. Steht irgendwas dran? Nö. Gut, wir gehen mal. Was ist das denn da? Das sieht alles so aus, als könnte man das alles mitnehmen. Oh. Stimmt ja. Da war ja noch was. Ah, okay. Aber diesmal wissen wir, diesmal. Jetzt kommen wir viel schneller durch, weil. Hier ist ja schon unsere Farm. Und wir haben noch Samen.
Ich pflanze ihn mal, da wir nur einen davon haben, pflanze ich ihn mal da an. So, dann haben wir das auch mal gleich gemacht. Okay. Da ist Hundi. Wir brauchen dringend Gold, ich weiß. Aber ich habe jetzt alles in die Ernte investiert, natürlich. Ich habe alles in die Ernte investiert. Wir werden nachher natürlich stinke Kacke reich sein, aber jetzt müssen wir in der Zeit natürlich ein bisschen Erbsen zählen, leider. So, was haben wir? Erstmal ganz kurz in die Hütte. In die Lütte Hütte. Und dann können wir dieses wundertolle Ding hier, was soll ich denn damit? Also ganz ehrlich, jetzt haben wir hier so einen Klumpatsch. Weg damit. Den. Kann man den drehen? So, hier. Okay, hier alleine schön forever alone. Und das Ding hier neben dem Fernseher, weiß ich ja nicht. Hier, das Bett können wir nicht umstellen, komischerweise. Das geht, aber das Bett nicht. Na gut. Okay, Kamin kann man auch, selbst den Kamin kann man umstellen. Oder? Nee, kann man nicht. Okay. Das Ding hier weiß ich gar nicht. Lass ich aber stehen. Was soll's? Fernseher, weiß ich nicht, wo ich den hinballern soll. Da müssen wir mal gucken. Das Ding sind wir losgeworden. Weintrauben haben wir auch noch. Dazu haben wir noch hier Spiceberry. Gibt noch Frucht. Die können wir später brauchen. Jetzt erstmal ganz kurz, wenn wir schon mal dabei sind. Wir haben heute eh nicht mehr so viel Zeit. Es geht ja, der Tag geht ja schon, neigt sich schon dem Ende entgegen. So, dann machen wir mal ganz Silber. Ich weiß nicht, was wir damit machen können. Keine Ahnung. Wahrscheinlich können wir da noch irgendwas Schönes hinballern. Lieschen, 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 komm ein bisschen auf den Rasen. Lalalalala. So. Na, komm schon. Na, komm schon. Na, komm schon. Spiceberry, Fiber, Skies. Okay, und es wird wieder dunkel. Das dauert jetzt auch wieder so lange, so unglaublich lange. Aber bis 12 können wir das doch, bis 12 können wir das doch alles einschmelzen, oder? Dann haben wir diese komische, diese Erz haben wir geschmolzen, das Silber haben wir natürlich auch eingeschmolzen. Und ja, ich nenne es extra Silber. Mache ich bei Minecraft übrigens auch immer. Und ich mag das. Okay, mach hin. Mach hin, mach hin. Ich glaube, ich brauche einen zweiten Ofen. Ich habe so das Gefühl, ich brauche einen zweiten Ofen. Was soll ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt parallel? Wir haben noch ein bisschen Energie. Der Ofen braucht, ich würde sagen, komm mal hier so lange, pass mal auf, dann machen wir hier. Oh. Gucken wir mal kurz nicht hin. So, und dann machen wir mal hier ein paar Steine, können wir noch einsammeln, dann können wir diese, so, die nehme ich alle mit, zack, zack, zack. Und dann hier nochmal mit der Spitzhacke, bis da oben das Eisen fertig ist. Guck mal, die Glühwürmchen, das ist so schön, das ist so schön. So. Habe ich schon die Geschichte erzählt? Ich glaube, bei Minecraft habe ich schon erzählt. Die Geschichte, wie ich damals, als ich ein junger Bub war, beim Saufen, ne, da sind wir mal so saufen durch den Wald gezogen, habe ich schon mal erzählt, wie ich aus Versehen ein Glühwürmchen ausgepisst habe. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt bei Minecraft. Ich glaube, ja. Das sind so Sachen, ja, da ist man nicht unbedingt im Nachhinein stolz drauf. Es, ja, eigentlich war es sehr, im Nachhinein könnte es einem peinlich sein, aber diese Schmerzgrenze habe ich, glaube ich, schon lange überwunden hier. So. Okay. Ist das inzwischen fertig? Müsste, ne? Immer noch nicht. Alter. Das dauert ja ewig. Okay. Nehme ich mal hier. So. Okay, die Geschichte ist nicht bekannt. Warte, warte, warte.